Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Neighborhood Barbecue. Wir wollen heute mal ein schönes Schweinenackensteak machen. Das haben wir gesehen bei Klaus Grillt. Wir konnten uns irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das gut schmeckt. Und Horst, was haben wir gesagt? Wir haben Klaus versprochen, das nachzumachen und werden ihm ein Feedback geben. Wenn es so gut ist, wirst du es erfahren. So, und für unser Schweinenackensteak brauchen wir erstmal einen schönen Schweinenacken. Von einem, wie heißt das noch? Aktiv? Das ist ein Aktivstallschwein. Also ist so in der Richtung Bio anzusiedeln. Die haben unheimlich viel Zeit, können viel machen. Denen geht's gut. Ein glückliches Schwein. Genau, die können von einem Stall in den anderen laufen, hat mit den normalen Mastbetrieben überhaupt nichts mehr zu tun. Das haben wir hier. Dazu haben wir nachgemischt, original Rub von Klaus, die Sauerei. Wir haben hier gerösteten Sesam. Und dann haben wir hier noch, haltet euch fest, Zuckerrübensirup. Also wirklich, oh. Wir warten, wir gucken mal, ob das schmeckt. Das werden wir jetzt alles verarbeiten und wir fangen jetzt erstmal an und schneiden die Steaks. Ja, schneiden wir erstmal unsere Steaks, ungefähr so zwei Finger dick. Oh ja, das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ist ja auch ein Aktivschwein, ne? Aktivstallschwein. Ja. So, da machen wir insgesamt vier Stück von, das passt schon. So sehen die guten Stücke jetzt aus und jetzt werden sie eingerafft. Dazu nehmen wir einfach ein bisschen von dem drauf. Von der Sauerei. Und der Sauerei, natürlich. Kannst du es mal drauf? Bitte. Sehr schön. Ein ganz bisschen noch Hans hier oben auf den. Danke. So, und so wie die jetzt sind, die Burschen, wandern sie ab auf den Grill. Der Moment ist gekommen. Wir werden die Steaks jetzt alle einmal schön angrillen. Dafür greifen wir zu einem kleinen Kunstgriff. Wir haben hier das Rost vom Weber Grillrost haben wir entnommen und auf dem AZK gelegt, damit wir ordentlich Hitze bekommen. Wir hoffen, das Gewürz verbrennt nicht zu sehr. Und dann holen wir euch gleich wieder dazu, wenn wir damit fertig sind. Also, wie ihr sehen könnt, ein paar der Gewürze sind verbrannt. Aber wir haben jede Seite jetzt 90 Sekunden drauf gehabt und nach 45 Sekunden nochmal um 90 Grad gedreht. Und gleich kommen sie auf die Kugel und da holen wir euch wieder dazu. Eben noch kurz ein, zwei Worte zum Setup. Wir haben jetzt hier vorne die ganze Grillfläche indirekt, haben nur hier hinten Kohle eingeführt. Und jetzt packen wir unsere vier Steaks hier in den indirekten Bereich. So, jetzt kommt der Moment, wir werden jetzt ein bisschen von dem Zuckerrübensirup hier auf die Steaks tun. Nicht zu viel, wir wollen es nicht übertreiben. Das verstreichen wir mit dem Pinsel. Haben wir hier. Das ist eine super klebrige Angelegenheit. Oh Gott, das ist wirklich ziemlich klebrig. So, das würde ich schon mal so durchgehen lassen. Hier auch noch ein bisschen was drauf. Ist das wirklich? So. Und dann packen wir ein bisschen angerösteten Sesam oben drauf. Die anderen beiden Steaks, die lassen wir so. Wir sind uns nämlich nicht so ganz sicher, ob das alles auch so bombenmäßig schmecken wird. So. Das andere auch.
Und jetzt ziehen wir die Steaks gar indirekt auf eine Kerntemperatur von 70 Grad. Und an der Stelle holen wir euch wieder dazu. Die Kerntemperatur von 70 Grad haben wir jetzt erreicht. Wir nehmen sie jetzt runter. Und dann sehen wir uns drinnen beim Anschnitt wieder. Kommen wir zum Anschnitt. Wir schneiden mal so ein paar kleine Tranchen runter. Oh ja, super. Also, optisch gesehen ist das schon mal gut. Schon mal eine 1, ne? Ja. Ich würde vorschlagen, Hans, wir probieren einfach mal. Nehmen wir mal jeder ein Stück Probierrolle. Ein Probierrolle? Okay. Boah, verdammte Axt. Sehr schön. Also ich muss sagen... Guck mal die Farbe an. Ich muss sagen, nachdem ich nicht glauben konnte, dass das gut schmeckt... Also wie das schmeckt, werden wir euch gleich im Resümee wiedergeben. Machen wir. Aber ich kann schon so viel verraten, es schmeckt echt geil. Petze. So, jetzt kommen wir zum Resümee. Es war... Klaus, du wirst es nicht glauben, uns hat's geschmeckt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Konnten wir selber nicht denken, ne? Also, die Kombination Schwein mit deinem Rapp, super, haben wir nachgewischt, 1:1. Dann mit diesem Sirup, da oben drauf, Zuckerrübensirup, den wir als Kinder immer auf dem Brot hatten, konnte man sich nicht vorstellen, dass es schmeckt. Und dazu oben drauf der Sesam. Es war ein Gedicht. Also eine ganze Komposition, nennt man das so, war einfach perfekt. Für mich, wenn wir Gäste kriegen, werden wir das nachmachen. Hans, was sagst du? Ich schließe mich Horst voll und ganz an. Wir hatten ein Top-Fleisch, muss man dazu sagen. Und der Sauerei-Rub, prima. Klasse. Echt spitzenmäßig. Ja. Und tatsächlich, das mit diesem Goldsaft, verdammte Axt, das schmeckt echt gut. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ich gebe es ungern zu, aber das war top. Und wir hoffen, euch hat das Video genauso gut gefallen wie uns. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Oder besser noch, ihr abonniert unseren Kanal.